gleich vorher den Cherokee SRT gegen den Porsche Cayenne. Cherokee Gruppe 2, Cayenne Gruppe 1, Cayenne aber Start ein bisschen verhauen mit 11 km/h zu schnell. Das muss am Ende schwer büßen. Mit dem Abzug von 11 km/h ist es mächtig, vor allem wenn man in Gruppe 1 fährt. Und 95 Flugplätze, wo wir auch ein Taxiway haben, das heißt, wo die Autos nach hinten fahren und dann haben wir nichts. Bader, Grand Cherokee SRT links, Gruppe 2, Porsche Cayenne rechts. Auch irgendwie ein interessanter Vergleich. Cherokee 489 PS, Cayenne 382. 69 der Grand Cherokee. Daher in Gruppe 2. 207,6 für den Jeep. Kommen und wollten denen so ein bisschen, ja, so gute Freunde, wollten ein bisschen was darstellen. So, jetzt Grand Cherokee gegen den E46. So, jetzt mit der Startnummer 3017. Lars Unkhoff im Grand Cherokee SRT 8, 520 PS.
Grand Cherokee macht 200. Grand Cherokee SRT 8 in einer sehr speziellen Farbe, 500 PS. Er wendet auf der Strecke, weil die hatten ihren Start, ihren Stand ja direkt dahin. Ich dachte so, oh mein Gott, jetzt dreht er mitten auf der Strecke. Und daher gesehen habe ich auf der Strecke geguckt. Ja, 30 Meter neben der Strecke stand da drin. Und dann fliegst du mit dem Ding hier ab. Was erklärst du dem Kerl? Gar nicht. Der wisst